Volle Truppe Atmen ist von Christina und Stanislav Grof entwickelt worden. Es ist eine Form von tiefer experimenteller Selbsterfahrung, wo durch vertieften schnellen Atem das spontane Heilpotenzial der menschlichen Psyche aktiviert wird. Ja, es ist einfach ein Werkzeug, was man nutzen kann, um seine eigene Entwicklung zu unterstützen. Es können sehr starke Spannungen auftreten und deshalb sollte man diese Arbeit, das holotrope Atmen, auch mit jemandem machen, der da drin gut ausgebildet ist. Es haben sich ziemlich schnell Spannungen aufgebaut im Bereich Nacken, Schultern. Und es ging dann in so eine Empfindung rein, wie wirklich so festzustecken im Geburtskanal. Damals hatte ich noch Asthma und jetzt aus der Rücksicht, also kann ich sagen, dass ich das Asthma gebraucht habe, um unbewusst das hochzubringen. Das Asthma habe ich jetzt nicht mehr. Wir benutzen also auf diese Art und Weise diesen Atem wie ein inneres Radar, um die individuell latent vorhandene Muskelspannung anzuregen. Verbunden mit dieser Muskelpanzerung, die dadurch auftritt, taucht auch die Emotion auf, die vielleicht zu dieser Panzerung geführt hat. Und beides kommt über einen Punkt, wo es sich lösen kann. Naja, und heute in der Erfahrung habe ich halt einfach ein Stück weit mehr so dieses Missbrauchsthema bearbeitet und auch losgelassen. Die Rolle des Beisitzers ist in erster Linie dabei zu sitzen und einen sicheren Rahmen zu gewährleisten. Er wird also vielleicht Taschentücher geben, Kissen unterlegen, vielleicht den Weg zur Toilette begleiten oder zusammen mit dem Gruppenleiter Körperarbeit machen, die auch ganz genau abgesprochen ist. Nach der Erfahrung als Atmender malen dann die Erfahrenen ein Mandala und man löst sich auf diese Art und Weise auch von der Erfahrung, man distanziert sich von dem Erlebten. Er kann dann von seiner Erfahrung erzählen, sich lossagen, sich vielleicht rituell lossprechen. Und das, was du jetzt so beschrieben hast, das berührt mich ganz sehr, weil ich vieles von dem also einfach ganz intensiv nachfühlen kann. Ne? Und dann war ich so ein Anführer von irgendeiner Mannschaft und habe irgendwelche in so einer anderen Sprache geredet oder was auch immer das so war und habe wollte denen erklären, nach was die suchen müssen. Hab dann so eine Kali-Energie, halt übelste Fleischeslust und einfache Lust auf Ekstase, Lust zu tanzen, so all das, was ich mir echt verkneif oder unterdrück. So, ne? In den Zeiten, wo ich dann abgedriftet bin, habe ich mich auch manchmal ganz der Musik hingegeben und es war halt total Wonne und Ekstase. Bin durch Galaxien und Welten begleitet, geschwungen, Farben gesehen, Kreisel, Symbole und habe mich richtig frei und leicht gefühlt. Dazwischen hatte ich aber auch Phasen in einer absoluten Stille und da war gar nichts mehr, also da war überhaupt nichts mehr. Mit Katrin war das am Ende einfach super. Also Katrin, das habe ich die ganze Zeit gemerkt, hat sich total fürsorglich um mich gekümmert. Aber ein schönes Erlebnis.